Hast du vor dir eine Funktion, die von einem Parameter abhängt? Dann weißt du sicherlich, dass man das auch eine Funktionenschar nennt. Und der Parameter verändert die Eigenschaften deiner Funktion. Und schaust du dir das an, dann siehst du auch schon, dass die Wendepunkte allesamt auf einer Kurve liegen. Und das ist die Ortskurve und die kannst du folgendermaßen rauskriegen. Du gibst den Punkt mit dem Parameter an, stellst die X-Koordinate nach dem Parameter um und dann setzt du das in die Y-Koordinate ein. Und was da rauskommt, wird deine Ortskurve sein. Du gibst den Punkt mit dem Parameter an, stellst die X-Koordinate nach dem Parameter um und dann setzt du das in die Y-Koordinate ein. Und was da rauskommt, wird deine Ortskurve sein. Und das geht auch mit dem Extrempunkt. Aber wie gibt man den mit dem Parameter an? Kein Problem, du behandelst deinen Parameter einfach als Zahl und für den Ansatz ist der auch der Parameter egal. Du schaust dir mal die notwendige Bedingung an, nach der an diesem Punkt die Ableitung nur 0 sein kann. Also bildest du die und setzt die gleich 0, stellst nach rechts rum und hast die kritischen Punkte kugeln. Wenn die zweite Ableitung an dieser Stelle nicht 0 ist, hast du gezeigt, dass an der Stelle ein Extrempunkt ist. Mit der Funktionsgleichung kannst du auf den y-Wert kommen und du weißt jetzt sicher schon, dass die Extrempunkte allesamt auf einer Kurve liegen. Und das ist die Ortskurve und die kannst du folgendermaßen rauskriegen. Du gibst den Punkt mit dem Parameter an, stellst die X-Koordinate nach dem Parameter um und dann setzt du das in die Y-Koordinate ein. Und was da rauskommt, wird deine Ortskurve sein. Du gibst den Punkt mit dem Parameter an, stellst die X-Koordinate nach dem Parameter um und dann setzt du das in die Y-Koordinate ein. Und was da rauskommt, wird deine Ortskurve sein. Du gibst den Punkt mit dem Parameter an, stellst die X-Koordinate nach dem Parameter um und dann setzt du das in die Y-Koordinate ein. Und was da rauskommt, wird deine Ortskurve sein.